Ja, also wie gesagt, im Endeffekt könntest du, wenn du noch Lust hast, quasi den ganzen Block, also einmal Quantum Chest, zweimal die Tanks dahinter danach machen. Nochmal. Aber ansonsten hast du mir so auch schon riesig geholfen. So, wahrscheinlich geht mir gerade das Wasser aus. So wie es aussieht. Ja, das Wasser geht mir aus. Aber gut, Salzwasser wird mehr. Wird schon passen. Ja, wenn man nur die Hälfte der Arbeit macht, dann ist es meistens einfacher. Da hast du recht. So, was haben wir hier? Lubricant. Kann man das irgendwie ein bisschen schöner herstellen? Aus Creosite. Was man aus Charcoal bekommen würde. Aber da müsste ich wieder. Nee, ich habe keine Lust, mit Holz was zu machen. Nee, ich mach's hier drüber. Gut, heißt, ich brauche wieder einmal einen Mixer. Beziehungsweise. Warte, wie sehen die aus? Input, Output. Oben Output passt. Na. So. Nee. So. Und du selbst sollst dann jetzt hier einen Output bekommen. Passt. Und wieder ein bisschen was zu bauen. Wo habe ich jetzt den Mixer? Also, habe ich schon aufgestellt. Wusste ich natürlich. Also, wir haben hier Öl und Items. Ach, hab doch nichts vergessen. Ah, okay, gut. Also, wer würde auch davon ausgehen, dass du was vergisst? Also, nee. Sowas würde ich niemals denken. So, dann einmal hier. Dann Exportbus. Das beides und. So, wo sollen die hin? Quasi genau dahinter. Also eine Reihe Platz. Oder einen Block Platz und dann direkt dahinter. Ja, ich habe gerade keinen Kobbel, also. Hier quasi. Ja, doch, das ist in Ordnung so. Also quasi den ganzen Kram noch einmal. Okidok, vor allem du bist echt Richtung. Ja, genau. Ja, also ein paar Mal haben wir da noch Platz, aber ich glaube einmal noch, dann habe ich erstmal wieder genug. So. Dann hier geht wieder ein Kabel ab. Ein Anker. Der kriegt schon mal ein bisschen was exportiert, hoffentlich gleich mal. Und dann Bucket. Na, Ölbucket habe ich sogar. Na. Fluid Export und ein Fluid Hopper wieder. Low Signal. Fluid Export. Und Fluid Import. Ja, das ist vielleicht ein bisschen sehr schnell. Aber gut, Lubricant. Ich glaube, ich baue die Anlagen erstmal alle ohne Speed-Upgrades. Ja. Einfach um möglichst. Oh. Ja, gut, der läuft eigentlich schneller als das Ding, aber egal. So. Das ganze Zeug hier einmal weg.
Ja, so. Ja? Ich bin dumm, ein Tollpatsch. Warum diesmal? Ich hab da nicht mal schon Luft hinter mir umgeworfen. Wohin? In meinen Rucksack. Ich hab da hingestellt, damit es abkühlt. Ja. Ich bin aber hängen geblieben mit dem kleinen Finger an der Packung und ich hab's in meinen Rucksack gekippt. Den grünen oder was? Ja. Uah. Was? Okay, da, blablabla, Slimeblöcke fehlen. Dann bau erstmal mit Kobbel da. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch Slimeblöcke produziere. Ist auch eine Sache, die ich noch umändern wollte. Ne, ich produziere derzeit keine Slimeblöcke mehr. Also wenn ich Platz hätte, hätte ich gesagt, komm, ich mach das eben fertig, aber ja. Oh. Man kann die Slimeblöcke gar nicht anders machen. Ups. Ja. Dann muss ich eventuell die Crop Farm wieder aufbauen. Nee, steht hier sogar noch. Ich habe nur ehrlich gesagt keine Ahnung, wie die funktioniert. Müsste ich mir dann eher nochmal angucken. Ja gut, dann mach erstmal ohne. Muss ich mir demnächst irgendwann mal angucken, den Kram. So. Dann, genau, Lubricant. Wollte ich mir ein Bucket mitnehmen. Ach komm. Was ist das nächste? Chlorine. Da haben wir doch sicher ein Bucket von, ja. Dann mache ich das schon mal fertig. Oder haben wir Chlorin nicht schon? Hauptsache 64 Quantum Chests, wo du nur 32 brauchst. Ich habe, glaube ich, 100 Stück pauschal einfach bestellt. Kosten die auch die Slimeballs oder was? Tatsächlich. Ups. Hä? Warte mal. Warum kennt der kein Enderpearl-Dust? Das habe ich hier eingestellt. Hier meinte ich natürlich. Oder hier? Genau, habe ich hier eingestellt. Kann der Iridium? Ja, das kann er. Kann er doch, aber hat angeblich keine Enderperlen. Hä, was ist das denn jetzt für ein Quark? Ach, ich hasse solche Rezepte. Ist doch richtig. Eine stinknormale Enderperle. Warum kann er das nicht herstellen? Ja. Egal. Kann sich Zukunftstalents mit mit beschäftigen. Um jetzt nicht zu sagen, ich habe da gerade keinen Bock drauf. Ist es ein... Was? Was soll es sein? Maschinelle Sache? Nee, das ist einfach ein Interface. Also, ich kann... Ganz normal, wenn ich jetzt hier crafte, das Rezept findet er, aber Enderperlen nicht. Aber Enderperlen craften kann ich. Oh. Wo kriege ich normal Enderpearl Dust her? Oh. Ich bin dumm. Ich habe einen Zyklus erstellt.
Ja, gut, okay. Das erklärt es. Ups. Ja, das ist mir bewusst. Nee, lass mal. Der würde zu oft kommen. So, Lubricant, Chlorin, Lubricant, Chlorin. So. Lubricant, ja gut, Chlorin produziere ich halt noch nicht. So, die laufen fleißig alle. Noch. So. Ja, gut, dann verbraucht das Öl einfach noch. So, Elektrolyzer 2. Soll ich noch ein Quantum Chest Reihe dahinter machen? 32 sind noch da. Mach erstmal das, was da jetzt ist, fertig und dann gucken wir weiter, weil ich glaube, ich habe gar nicht so viele Items, die da reinkommen würden. Weil das sind ja sozusagen eigentlich nur die Nebenprodukte, die ich habe. Und ja, bei den ganzen Crushern und so weiter will ich sowieso demnächst noch die Rezepte nochmal wieder anpassen. Und dann sozusagen das, was da nebenbei rauskommt, gegebenenfalls auch auslagern. Also an sich will ich hauptsächlich da alles auslagern, was ich häufiger als 200.000 habe. Das will ich dahin auslagern. Und das habe ich, glaube ich, gar nicht so oft. Aber ja, wird gegebenenfalls demnächst noch ein bisschen öfters. So, da kam immer noch keine Nachricht. Gut. Habe ich mein Handy eigentlich noch auf laut? Nö. Okay. Ja, ich frage mich nur gerade, was ich mit den ganzen Carbon-Dust machen soll. Beziehungsweise auch, wo der herkommt. Wo kommt der ganze Carbon-Dust her? Tiny Pile of Carbon Dust. Oh. Ja gut. Ja genau, das Ding wollten wir eh dann zerkleinern demnächst noch. Da müssen wir noch einen Turm aufstellen. Da kriegen wir dann noch mehr Carbon Dust. Also Carbon Dust ist beispielsweise ein Kandidat dafür. So, Packer Programm 1, okay. Jetzt ist die Frage, hatte ich da die Packer? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ja. Und da ist tatsächlich Carbon nicht drinne. Das heißt, Packer 2. Crowbar. Shit. Ich wollte doch nur in den Einstellungen rein. Nee, nicht Shift. Hä? Ist einfach Rechtsklick? Nö. Hä, wie komme ich denn in die Einstellungen rein? Oh. Ja, ich bin doof. So, jetzt muss ich warten, bis ich von jedem 9 Stück habe. Das kann ein bisschen nervig werden. Oder konnte ich das da irgendwie gezielt einstellen? Import, keep exakt. Nein, kann ich tatsächlich nicht einstellen. So, ja, 4 Items sollte reichen. Okay, das heißt, ich darf alle nochmal einzeln wieder einstellen. Ist das nicht schön? Nicht. So. Das Ding. So. Dann.
Aluminium. Kann man glücklicherweise wieder zurückverwandeln. Borax bestimmt auch, danke. Nicht Transfer, nee, gib exakt. So, Calcium und Flint. So. Und so. Dann haben wir Garnet. Red Garnet. Und Rare Earth. Ich weiß gar nicht, was da rauskommt. Okay, da kriege ich sogar eventuell sinnvolle Sachen raus. Gut, und Thorium. Wo auch immer wir das herbekommen. Tiny Pile of Thorium. Wahrscheinlich irgendwie eine Zentrifuge bei Uran 238. So. Und Packer läuft nicht richtig. Keep exakt. Das stimmt doch überhaupt nicht, was der hier macht. Supply exakt war das, glaube ich, oder? Ja, genau, das war das. Ups. Gut, dann brauche ich noch einmal so ein Item-Filter. Ein von den HV-Roboterarmen. Import, Supply, exakt. Ein nettes Interface. Und Carbon Dust. So, zack. Joa. Ah, hier haben wir sogar noch Programm 1. Wo auch immer jetzt gerade das Plutonium herkam. Ich will es irgendwie nicht wissen, um ehrlich zu sein. So, eine Karte anscheinend. Ja. Gut. Dann bekomme ich jetzt, ist quasi, wird Carbon weniger. Dafür wird der restliche Scheiß umso mehr. Naja. Gut, wie sieht's hier aus? Ja, die zerlegen noch fleißig. Also, das wird, glaube ich, kein Dauerzustand sein. Dass Steam Crack Nafta und das andere durchgehend laufen können. Waren das nicht schon unter 10.000 eben? Weil das war ein bisschen mehr als 40.000, das weiß ich noch. Aber um ehrlich zu sein, das sieht nicht gut aus. Aber dafür der ganze restliche Kram. Ha, das ist schön, dass hier alles steigt. Glaube ich zumindest. Ja gut. Ja gut, du bist durch. Heißt, du kannst weg. Die Maschine bitte auch einfach weg. Dann haben wir hier einen Export mit Rocksalz und einen Import nur.